La, Raumschiff Enterprise. Die alten Staffeln. Sie brauchen Treibstoff. Ja, wenn ich wüsste, wo Treibstoff ist, dann gerne. Au. Da haben wir Treibstoff. Wir sind schon auf Nottreibstoff gerade geflogen. Komm. Hab euch. Aua. Ein bisschen Schaden kassiert, aber ansonsten habe ich euch. Ach Mann, was hat mich denn da getroffen? Komm, geh doch kaputt. Du willst mich veräppeln. Ah, okay, wenn der Treibstoff alle ist, dann wird quasi von unserer Lebensenergie abgerechnet. Und wie zeigen wir ihm hier die Aussicht jetzt? Aussicht zeigen. Muss ich die Tür kaputt schießen? Okay, ich muss die Tür nicht kaputt schießen. Ich verstehe nicht so ganz, wie wir ihn jetzt da rausholen. Ja, dein Schatz, bla bla bla, reizend, brechreizend, bla bla bla. Ja, gut, er will. Zeige ihm, wie einsam er ist, zeige ihm die Aussicht. Ja, aber wie mache ich das denn? Liebes Spiel, mehr Infos wären schon ganz praktisch. Ach du grüne Neune, siehst du das? Ich habe alles scheinbar abgesucht, was es abzusuchen gab. Ich habe den Weltraum erkundet. Glaube ich. Da drüben ist ein Tor, da geht's weiter. Aber vorher muss ich ihn töten. Aber wie? Wie mache ich das? Also ich finde das gerade irgendwie echt schwer. Hast du eine Idee? Nee. Müssen wir vielleicht die Steine quasi hier um ihn herum kaputt schießen? Also es wäre jetzt gerade so tatsächlich das Einzige, was mir von wegen Aussicht zeigen noch in den Sinn käme. Der ist ganz schön weit weg, oder? Ich mach mal zur Sicherheit. Na komm schon. Treffen muss gelernt sein. Die machen wir auch noch weg. Abwechselnd schießen wir auf beide. Das mit dem Zielen ist nicht so einfach. Bist du dir sicher, dass wir das machen müssen? Nö, aber das ist gerade das Einzige, was mir noch einfällt. Hau mal ab, du. Weil ganz ehrlich, was sonst? Da steht Aussicht zeigen. Wie sollen wir ihm die Aussicht zeigen? Das Einzige, was mir einfällt, sind die Felsbrocken wegräumen. Oder dass du irgendwelche Bunnies hast. Welche Bunnies? Na, er ist so allein. Nee. Wir sollen ihm zeigen, wie allein er ist. Wir sollen ihm die Aussicht zeigen. Sprich, er soll wirklich komplett um sich herum nur leeres Weltall haben. Haben wir die nicht gerade schon kaputt geschossen? Ja. Ich glaube, es ist sinnlos. Ja, aber dann würden wir hier festhängen jetzt. Oha, stoß doch jemand gegen meinen Stuhl. Ja, die kommt tatsächlich wieder. Ja, dann habe ich überhaupt keine Ahnung.
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Nö. Tut mir leid. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine Aufnahmepause. Ich gehe mal wieder andocken. Wo kann ich andocken? Ich dock mal da hinten. Au. Da hinten an. Weil da habe ich so eine Heilerin direkt in der Nähe. Und einmal. So, andocken. Zack. Ich glaube, ich spinne. So. Ja, nee, gut, dann. Hier hat's gespeichert. Ich würde dann sagen, machen wir hier ein Aufnahmepäuschen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie wir den Typen rauskriegen sollen. Ja, ich weiß auch nicht. Generell warst du heute irgendwie recht ruhig. Echt? Ja. Das ist verhältnismäßig wieder sehr ruhig für dich. Machst du jetzt einen auf Katze? Also dann, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich sag tschüss. Und beim nächsten Mal darf sie ihn rauslocken. Cheerio, the king has left the building. Oh nein, das hätte ich schon wieder vergessen. Heidi ho, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Hell Yeah. Ja, ich kann nicht mal zu Ende uns vorstellen, da ist schon die Rückgabe am Zwischenrufen. Ja, die ist natürlich auch wieder dabei. Und wir haben beim letzten Mal so viel am Stück aufgenommen, dass wir ewig nicht mehr gespielt haben, was äußerst praktisch ist, da Rübka wieder spielen muss und deshalb die Steuerung kein bisschen beherrscht. Ich habe keine Ahnung mehr, ne? Nichts. Oh. Das umso besser, dann wird es wieder richtig lustig. Ich bin mal gespannt, ob sie heute ein bisschen ruhiger, ein bisschen gechillter spielt. Und übrigens, ich habe in den Kommentaren erfahren, wir haben uns bei diesem Skorpion mit seinen Karten, wo ich so Schwierigkeiten hatte, den zu besiegen, haben es uns unnötig schwer gemacht. Mit dieser Waffe, die du jetzt gerade hast, hätten wir ihn wahrscheinlich ganz leicht besiegen können. Was für ein Skorpion? In dem Casino-Level. Dieser Skorpion, wo ich dauernd gestorben bin. Der diese ganzen Karten geschlagen hat. Ja. Ja, mit der Waffe hätten wir den wahrscheinlich relativ leicht besiegen können, weil die Dauerfeuer hat und dann kommst du durch die Karten leichter durch. Mach mal die Karte an. Ne, das ist das Pausemenü. Select-Taste müsste es gewesen sein. Wo ist denn ein Shop? Oh, der ist ganz am Anfang. Ach, das ist doof. Weil ich wollte nämlich sagen, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, ich habe nämlich gemerkt, bei den ganzen Videos habe ich nie irgendwelche Claims wegen dem Shop gekriegt. Ich vermute also mal, dass der Shop oder die Shop-Musik, dass wir die nicht überlabern müssen, dass ich da keinen Stress kriege. Und da Nele ja auch einmal angesprochen hat, wir sollen uns doch mal ein bisschen genauer die Ausrüstung oder beziehungsweise die Kleidung im Shop anschauen. Da kannst du einfach drüber fahren. Da war so ein Vieh, hast du es nicht gesehen? Ja, und über das konntest du einfach drüber fahren. Da musst du nicht lang. Jetzt wart doch mal kurz. Ich dachte, ich soll zum Shop. Nee, erstens, der Shop ist ganz am Anfang. Da werden wir jetzt nicht komplett wieder an den Anfang des Spiels zurückfahren. Oh ja. So. Und zweitens wollte ich den Satz gern zu Ende sagen. Bevor du gleich wieder in Panik verfällst, weil ja, jetzt bleib doch einfach an der Stelle, wo keine Monster sind, bevor du in Panik verfällst wegen Monster. Ich fahr trotzdem weiter. Nele hat nämlich angesprochen, dass wir doch ein bisschen mehr uns auch mit der Kleidung beschäftigen. Hätte ich jetzt dann gerne gemacht, aber wenn der Shop so weit weg ist. Ich weiß noch, wir sind im Weltraum beim letzten Mal gewesen. Mach mal die Karte an. Wo ist denn jetzt dieser Teleporter nach oben? Der ist ja nicht so weit. Guck mal, du musst hier... Was? Jetzt... Hör doch mal auf, die Karte verschieben. Du musst hier links rum, da wo diese Tür ist und da dann diesen Teleporter hoch ins Weltraum. Weil beim Weltraum waren wir das letzte Mal hängen geblieben. Schießen. Genau. So, hier musst du rein. Und da musst du hoch und Vorsicht. Nein, wie schieße ich? Ja, genau so. Du hast doch gerade schon geschossen. Mit dem rechten Stick halt anvisieren und dann... Ja, egal. Geh da in den Teleporter rein. So, X drücken. X drücken einfach nur. Nicht springen. So, und jetzt bist du im Weltraummodus. Du musst oben links, da wo der Pfeil auf dem Radar... Wie schieße ich denn? Normal, wie du auch sonst schießt. Rechter, genau. So, flieg mal. Ich muss aber nichts drücken. Ich drücke ja nur den Stick. Ja, oder so war das gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Da, Energie, beziehungsweise Tank.
Ja, aber du solltest auch fliegen dabei, nicht einfach stehen bleiben, weil sonst bist du leichte Beute. So, flieg weiter nach links. Flieg nur nach links, nicht irgendwie... Was machst du für Zuckungsbewegungen? Das ist... So. Wir waren hier. Für Hilfe X drücken. Drück mal da Hilfe. Also X. Den haben wir beim letzten Mal vorgelesen. Also den lese ich jetzt nicht nochmal vor. Wir wollen... Genau, hier waren wir nämlich hängen geblieben. Wir wussten nämlich nicht, wie wir dem Typen des Weltraum... Kannst du auf die Tür schießen? Das haben wir beim Aussicht mal... zeigen. Achso. Ja. Aussicht zeigen! Das wollen wir... Was machst du? Ich habe keinen Treibstoff mehr gleich. Ist doch wurscht erstmal. Du musst ja nicht rum... Bleib doch mal stehen. Wenn du natürlich, wenn du rumfliegst, wild in der Gegend tuckelst, dann hast du gleich keinen Treibstoff. Schieß doch mal auf die Tür. Okay, das prallt von der Tür ab. Hä? Du hast ihn durch die Tür getroffen, oder was? Nein, ich habe die Karte angemacht, diesen Zoom. Der Zoom ist völlig wurscht. Ja, aber der Zoom, und dann kam das. Ich habe ihm gezeigt, wie alleine er ist. Oh Gott, ist... Und dafür haben wir beim letzten Mal uns so dumm angestellt. Ich glaube, wir haben 10, 15 Minuten hier rumgetuckelt, ohne irgendwas zu erreichen. Und dabei hätten wir nur rauszoomen müssen. Ernsthaft jetzt? Anscheinend. Wie habe ich denn beim letzten Mal gesprochen? Allein. Nein, so nicht. Ich spreche ihn aber jetzt so, weil ich weiß nicht, wie ich ihn beim letzten Mal gesprochen habe. Was sehr schön ist, weil das wird genau in der Folge vom letzten Mal sein, wo er dann zu sehen ist. Und dann wird zwei verschiedene Sprechweisen einfach mal dabei sein. Allein. Ich bin allein. Allein. Ich bin allein. Nein. Ein großer Romantiker stirbt in mir. Hauptsache tot, danke. Wir haben uns so angestellt und dabei war es so einfach. Wollt ihr mich... Oh, unter Umständen hast du aber jetzt einen Bosskampf direkt vor dir. Ja, du hast direkt einen Bosskampf. Juhu. Merkt ihr diese Begeisterung in ihrer Stimme? So, du flieg jetzt mal gerade bitte... Halt, oh, wohin? Nein, stehen! Nein! Bleib doch stehen! Bleib einfach stehen, um Himmels Willen! Wenn du nicht weißt, wo du hinfliegen sollst, warum fliegst du einfach irgendwie? Warum zuckst du hin und her? Sag mir das bitte! Gerade nach rechts und nicht dieses runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch! Gerade nach rechts bitte fliegen! Wir müssen nach rechts! So. Vorsicht, du wirst attackiert. Vielleicht nicht dich attackieren lassen. Ja, ich soll nach rechts und da ist ein blöder Komet. Ja, dann fliegst du um ihn doch herum, meine Güte. Ich habe keinen Treibstoff mehr. Ja, aber du verlierst Leben einfach. Bis du Treibstoff findest, passt das schon. Flieg weiter. Irgendwann muss hier schon Treibstoff auftauchen. Aber flieg bitte gerade rechts und nicht dieses zack, 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 rechts, hoch, runter. Was machst du? Bleib da bitte. Da, wo der eine Treibstoff ist, ist auch mehr Treibstoff. Schau dich da bitte um. Wo? Ja, der ist wieder gespawnt. Ja, dann bleib doch bei dem. Der spawnt immer wieder. Flieg doch nicht jetzt. Was machst du? Bleib bitte genau da an der Stelle stehen. Rübka, was ist los mit dir? Bleib jetzt stehen. Es ist... Man sagt dir, bleib stehen. Ich flieg aber trotzdem weiter. Warum? Warum tust du das? Sag es mir bitte. Jeder, der eine Freundin hat, die zockt. Und die so zockt wie meine Freundin. Wie haltet ihr es mit denen aus? Aua, aua, aua. Aua, aua. Aua, ich werde hier attackiert. Bleib doch bitte da. Sammel doch erstmal ein bisschen Treibstoff, damit du nicht gleich wieder direkt halb tot bist. Ja, ich habe es weitergeschafft im Gegensatz zu dir. Ja. Du hast auch nur Glück gehabt. Ey, das ist furchtbar. Man will dir Gutes, man will dir helfen. Man sagt dir, bleib doch einfach stehen und du... Zuck, 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 zuck. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. So, komm weiter rechts, ab zum Boss jetzt. Ja, dafür kriegst du jetzt keine Hilfe beim Boss. Den musst du jetzt alleine schaffen. Schieß doch, um Himmels Willen, du hast eine Kanone, schieß doch! Wo
Wo muss ich hin? Runter. Nee, halt, mach mal Karte auf. Mach mal die Karte auf. Okay, du musst runter. Ja, deshalb hab ich ja gesagt, halt. Und du fliegst 10 Sekunden noch weiter. So, warte mal. Nicht da jetzt reinfliegen. Du hast kein Leben. Um Himmels Willen, wie willst du jetzt kämpfen? Flieg doch einen Ticken bitte nach links und guck, ob hier irgendwo Energie ist. Ein bisschen runter. Aber da musst du kämpfen. Vorsicht. Schieß bitte. Ja, runterfliegen und schießen. Da. Bleib da stehen. Bleib stehen. Um Himmels Willen, bleib einfach nur stehen. Nur stehen bleiben. Danke. Oh. Ich habe beim letzten Mal nicht einmal geschafft, den Treibstoff leer zu machen. Ich habe nicht einmal mein Leben opfern müssen zum... Und du sagst mir, du bist gerade besser als ich. Ja, jeder Epileptiker freut sich über das Geschieße von Rybka. Ja. So, gleich noch ein bisschen, damit wir wieder... Was machst du da? Nicht. Guck mal, sie produziert mich. Sie provoziert mich. Produzierst du mich oder was? Ein bisschen erinnert mich diese Musik an Winnetou. Nee, nicht an Winnetou, an der Schuh des Manitou. Also hier so Bully Herbig und Bully Parade. Da hatten die auch so immer so solche Melodien am Laufen. So, damit müsstest du es jetzt bis zum Boss hoffentlich schaffen. Ja, noch eins, komm. Oder so Fahrstuhlmusik. Supermarkt-Fahrstuhlmusik. So, ich bin da. Ja, rein und kämpfen.